meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Heute habe ich nochmal einen Adventskalender für euch und zwar von Lidl. Lidl hat dieses Jahr eigene Adventskalender rausgebracht von der Eigenmarke Kien. Und zwar gibt es einen Spa-Adventskalender, diesen habe ich hier hinter mir, den möchte ich mit euch gemeinsam auspacken. Der kostet 26,99 €, ist ab heute bei Lidl verfügbar in den Filialen und auch online, so wie ich es gesehen habe. Und es gibt auch noch einen Beauty-Adventskalender, der kostet 22,95 €, den habe ich bis jetzt noch nicht ergattern können. Ich schaue mal, wenn ich den noch bekomme, dann packe ich den hier auch noch aus, aber ich denke mal, dass es bei diesem hier bleiben wird. Genau, also ich würde sagen, wenn euch interessiert, was da drin ist, dann bleibt dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Einmal der Lidl Adventskalender. Spa Moments heißt der weihnachtliche Pflegerituale. Und Pflegerituale, das erinnert mich schon sehr daran an Rituals. Und diese ganze Aufmachung erinnert mich ebenfalls an Rituals. Man hat hinten auf dem Kalender eine kleine Vorschau, was hier für Produkte drin sind. Und der ist wirklich riesengroß, wunderschön vom Design. Also man muss auch sagen, der kostet 26,99 €. Das ist jetzt nicht gerade ein Schnäppchen, würde ich sagen, im Gegensatz zu den Drogerie-Adventskalendern von der Eigenmarke. Aber der ist richtig schwer, der fühlt sich super wertig an, finde ich. Und der kommt hier in so einer Banderole. Man kann den dann hier so, ich versuche es gerade mal zu zeigen, rausschieben. Und dann hat man hier solche Kläppchen, die man öffnen kann. Aber das Design, Leute, ich finde das richtig, richtig schön. Und ich war erst am Überlegen, ob ich überhaupt einen auspacke. Aber ich habe gedacht, ja, euch interessiert das sicherlich. Und ich bin auch ganz gespannt, wie die Düfte da drin sind. Weil Lidl ist eigentlich immer sehr gut von der Qualität. Genau, deshalb würde ich sagen, packen wir den jetzt aus. So, ich habe euch mal ein bisschen näher geholt, damit ihr ein bisschen mehr von dem Kalender und auch von den Produkten sehen könnt. Ich fange direkt mit Türchen Nummer 1 an. Der Kalender hat 24 Türchen, wie ein regulärer Adventskalender ebenso hat. So, und ich finde die 1 direkt überhaupt nicht. Hier ist aber ein Kläppchen, was keine Nummer hat. Und ich vermute, dass das die 1 sein wird. Ob das bei allen Kalendern so ist oder ob das ein Druckfehler ist, wahrscheinlich, weil hier so eine Schicht mit Gold drauf ist. Also ich nehme das jetzt mal als Türchen 1. In Türchen 1 befindet sich eine Bodycreme und zwar Verwöhne Haut und Sinne steht hier drauf. Täglich bei Bedarf auf die Haut auftragen und sanft einmassieren. Und das sieht wirklich schon sehr Rituals-mäßig aus. Findet ihr nicht auch? Also ich finde, dass der mich total daran erinnert. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie das duftet. Ich trage mir das mal auf meine Hand auf und ich möchte einfach mal die Qualität testen. Also die Verpackung macht einen sehr guten Eindruck. Und das ist so eine richtige reichhaltige Creme. Fühlt sich auf jeden Fall erstmal sehr gut an. Ich massiere erstmal ein. Wie so eine Bodybutter fühlt sich das an. Riecht sehr schön. Das riecht wirklich so ein bisschen fruchtig, bärig, würde ich sagen. Aber es erinnert mich jetzt erstmal nicht an Rituals, aber sehr pflegend. Also ich habe jetzt meine Hand damit eingecremt. Gefällt mir auf jeden Fall erstmal sehr gut. So, Türchen Nummer 2. In der Nummer 2 befindet sich eine Handcreme. Und zwar eine Japanese Cherry Blossom Handcreme. Erinnert uns natürlich auch an Rituals. Also für mich auf jeden Fall. Da gibt es ja die Sakura-Reihe und das sieht genauso aus. 30 Milliliter, auch eine richtig gute Größe. Hier steht auch drauf, dass die Sachen ohne Mikroplastik sind und vegan. Also richtig gut. Und hier auch, das fühlt sich wieder sehr hochwertig an. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ich gebe mir das mal so ein bisschen hier auf meinen Arm, weil ich möchte die verschiedenen Duftrichtungen schon gerne mal ausprobieren. Einfach um zu wissen, wie dieser Duft jetzt ist. Die Handcreme fühlt sich sehr leicht an, im Gegensatz zu der Body Butter bzw. Bodycreme. Und das riecht gut, das riecht richtig gut. Riecht sehr schön, das riecht total wie diese Sakura-Reihe, finde ich. Nur so ein bisschen leichter, nicht ganz so intensiv wie das von Rituals. Mega, also gefällt mir richtig gut. So, Türchen Nummer 3. In Türchen Nummer 3 befindet sich die Sorte Oriental Spa und zwar eine Bodycreme ebenfalls auf 50 Milliliter. Und das ist auch wieder wahrscheinlich so eine sehr pflegende Bodycreme. Ich rieche mal nur dran. Ach, die riecht so ein bisschen herber, frischer, so ein bisschen aquatisch riecht das. Auch sehr schön Oriental Spa. Ja, also die Türchen lassen sich auch richtig einfach öffnen. Der franzt nicht aus, der Adventskalender, so sehr hochwertig, finde ich, die Verpackung, um ehrlich zu sein. Mir gefällt der bis jetzt sehr gut. So, machen wir weiter mit Türchen Nummer 4. In der Nummer 4 befindet sich ein Körperöl. Und zwar Natural Spirit heißt hier die Sorte. Und das kommt in so einer anderen Verpackung. Ich versuche es gerade mal aufzudrehen. Meine Hände sind jetzt sehr schmierig von dem
Zeug. Oh, das riecht auch gut. Ich gebe mir mal so ein bisschen auf die Hände. Ich möchte es einfach mal ausprobieren. Oh, das riecht traumhaft, Leute, das Öl. Das riecht ganz toll und das sieht auch sehr pflegend aus. Also ich habe mir das jetzt hier mal auf die Hand. Ich kann euch das natürlich nur beschreiben, wie das ist. Aber das Körperöl fühlt sich richtig gut an. Lidl hat ja wirklich bei der Eigenmarke immer eine gute Qualität und das finde ich auch toll. So, Türchen Nummer 5. In der Nummer 5 befindet sich ein Duschöl aus der Oriental Spa Duftrichtung. Das finde ich auch schön, dass hier auch ein Duschöl drin ist. Auch 50 Milliliter. Ich will auch nochmal dran riechen. Ja, riecht sehr gut, halt so ein bisschen würzig, frisch, aquatisch. Das hat so eine ganz tolle Duftrichtung, finde ich. Gefällt mir richtig gut. Ist auch für Männer, glaube ich, ganz gut geeignet, dieser Duft. Also so ein bisschen herber, sehr schön. Jetzt kommt Türchen Nummer 6, der Nikolaus. Und ob da irgendwas Besonderes drin ist? In Türchen Nummer 6 ist ein Duschschaum drin. Und jetzt könnt ihr sehen, wie ähnlich das Rituals ist. Ich finde, dass es sehr ähnlich ist. Und das hier ist ein Duschschaum, verwöhne deine Haut. Ich weiß nicht, ob das auch so ein Gel ist, was dann so schaumartig wird, wie das von Rituals auf jeden Fall. Man riecht auch nichts raus, ist das die Cherry Blossom Reihe und das sind auch 50 Milliliter. So, weiter mit Türchen Nummer 7. In Türchen Nummer 7 befindet sich ein Body Spray. Das ist von Natural Spirit aus der roten Reihe und das testen wir direkt aus auf 50 Milliliter. Die Produkte haben auch alle eine super Größe, finde ich, also nicht zu klein, so richtig tolle Reisegrößen und ich sprühe das mal eben auf meinen Arm. Sprühstoß ist gut. Duft ist auch gut. Duft gefällt mir. Ja, ist jetzt nicht ganz wie Rituals, aber hat auch so einen schönen Spa-Duft, finde ich. So richtig wellnessmäßig. Duftet sehr, sehr schön. So, machen wir mit Türchen Nummer 8 weiter. Und ich muss jetzt gerade mal was dazu sagen. Also Lidl ist ja mein Einkaufsmarkt. Ich gehe immer zu Lidl eigentlich, weil das bei uns in der Nähe ist. Und ich finde, die haben immer super Obst und Gemüse und sind immer sehr frisch mit allem. Und deshalb freue ich mich total, dass ich den jetzt auspacken kann, dass ich den bekommen habe, weil Lidl finde ich einfach klasse und ich finde auch die Eigenmarken immer gut. Deshalb freue ich mich. In der Nummer 8 befindet sich eine komplett andere Sorte. Calm Moment, eine Handcreme haben wir hier, 30 Milliliter und das ist mal eine andere Duftrichtung. Ich gucke mal, wo ich noch Platz habe auf meinem Körper. Ich gebe mir das mal so ein bisschen auf den Unterarm, einfach um euch so ein bisschen diesen Duft zu beschreiben. Die Handcreme fühlt sich wirklich gut an. Das ist so eine leichte Handcreme, die auch relativ schnell einzieht, wie ich finde. Das ist ein bisschen anderer Duft, den kann ich gar nicht so deuten, um ehrlich zu sein. Riecht auf jeden Fall gut, aber riecht sehr zart. Vielleicht kommt das gleich noch so ein bisschen raus. Auf jeden Fall einmal Calm Moment. So, weiter mit Türchen Nummer 9. In der Nummer 9 ist ein Körperöl drin und diesmal aus der Oriental Spa Reihe. Finde ich auch gut, dass hier dann von den verschiedenen Duftrichtungen auch dann das passende, ich nehme mal an, von jedem ist eins drin in diesem Adventskalender. Und das ist jetzt das Körperöl in Oriental Spa. So, machen wir weiter mit dem 10. Türchen. Ich glaube, Türchen 10 mal dran. In der 10 ist das Body Spray von der Cherry Blossom Reihe drin, also auf 50 Milliliter. Da hat man wahrscheinlich von jeder Sorte dann halt auch das Spray mit bei. Mega cool. So, kommen wir auch schon zu Türchen Nummer 11. In der 11 haben wir aus der Calm Moment Reihe eine Body Cream drin. Also die ist wirklich sehr reichhaltig. Ich freue mich, die zu benutzen. Die erinnert mich wirklich so ein bisschen an diese Rich Cream von Rituals. Also die ist wirklich sehr reichhaltig. Meine Hände sind super gepflegt, fühlt sich echt gut an. Und das ist einmal eine Bodycreme. So, weiter mit der Halbzeit. Türchen Nummer 12. In der Nummer 12 ist der passende Duschschaum aus der Oriental Spa Duftrichtung drin. Also auch wieder 50 Milliliter in Blau. Finde ich, sieht optisch so schön aus. Richtig edel. Ja, die Farben, das gefällt mir sehr gut. So, Türchen Nummer 13. In der Nummer 13 ist das passende Duschöl aus der Calm Moment Reihe und ja, finde ich auch gut. Es ist ein klein wenig langweilig, weil man als so dasselbe hat, nur aus anderen Duftrichtungen. Wisst ihr, wie ich meine? Also hier kommt jetzt nicht mehr so ein Knaller, glaube ich, in dem Adventskalender, obwohl ich auf die 24 gespannt bin. Aber ja, das sind halt alles schöne Pflegeprodukte, ne? So, Türchen Nummer 14. In der 14 ist die Handcreme Natural Spirit drin, auch 30 Milliliter, so aus der roten Duftrichtung. So, Türchen Nummer 15. In der 15 befindet sich natürlich eine Bodycreme und zwar aus der Cherry Blossom Reihe, die mir übrigens bis jetzt vom Duft am besten gefällt. Also das ist wirklich ein sehr schöner Duft und da freue ich mich auch dann, die Body
Cream natürlich dabei zu haben. So, weiter mit Türchen Nummer 16. Die Nummer 16 hat das passende Body Spray aus der Oriental Spa Reihe, also auch wieder sehr schön. Hier, das sprühe ich auch ebenfalls mal. Ich möchte einfach mal wissen, wie der Duft jetzt so zum Sprühen ist. Also das testen wir gerade mal aus. Der Sprühstoß, der ist richtig gut. Boah, das riecht richtig geil. Das riecht wirklich, ja, so ein bisschen orientalisch. Das riecht wie ein Parfüm. Mega. So, jetzt kommt Türchen Nummer 17 dran. Die Nummer 17 hat ein Duschöl drin aus der roten Reihe Natural Spirits. Kommen wir zu Türchen Nummer 18. Nummer 18 hat das passende Körperöl aus der Cherry Blossom Reihe. Und da freue ich mich auch drüber. Also das finde ich wirklich gut. Ja, das riecht einfach richtig herrlich, so richtig wellnessmäßig, sehr schön. So, Türchen Nummer 19, es bleibt langweilig. In Türchen Nummer 19 haben wir natürlich den passenden Duschschaum aus der Natural Spirit Reihe. Ich glaube, die haben wir dann jetzt auch zusammen, also von jedem eins. So, jetzt kommt Türchen Nummer 20 und es naht sich dem Ende zu. In der Nummer 20 befindet sich das passende Body Spray aus der Calm Moment Reihe. Und das sprühe ich natürlich auch mal. Also ich möchte jetzt mal gucken, ich sprühe das mal gerade hier auf so ein Tuch, weil ich bin eigentlich schon komplett voll mit den Düften. Boah, das riecht fantastisch als Spray. Das riecht richtig gut. Fällt mir sogar noch ein bisschen besser. Es riecht so ein bisschen vanillig. Kann euch das gar nicht beschreiben. Vanillig, weihnachtlich irgendwie. Duftet das sehr schön. So, jetzt kommt Türchen Nummer 21. Die 21 hat das passende Körperöl drin, also aus der Calm Moment Reihe. So, Türchen Nummer 22. Die 22 hat das Duschöl drin aus der Japanese Cherry Blossom Reihe. Also das hat noch gefehlt jetzt hier und das war jetzt diesmal hier drin. So, die 23 und dann kommt schon die 24. Ich hoffe, dass in der 24 irgendwas anderes drin ist. Vielleicht sind hier solche Raumduftstäbchen drin. Das würde ja eigentlich irgendwie passen und wäre auch sehr schön. Der 23 ist auf jeden Fall einmal die Handcreme aus der Oriental Spa Reihe drin, also die blaue, und das finde ich auch gut. Dann ist diese Reihe, glaube ich, auch komplett. So Leute, und jetzt kommt die 24. Ihr seht, der Kalender hat sich sehr gut öffnen lassen. Das will ich nochmal dazu sagen. Also die Kläppchen lassen sich wunderbar öffnen. Es ist gar nichts kaputt gegangen. Also bis jetzt ein sehr schöner Adventskalender. Und hier haben wir jetzt in der Mitte die 24. In der 24 befindet sich leider ein Duschschaum. Ich habe ja auf was anderes gehofft, aber hier ist ein Duschschaum drin und der fehlt tatsächlich auch noch. Ich habe das alles hinter mir aufgebaut aus der Calm Moment Reihe. Ja, somit hat man alle Reihen quasi zusammen. Ich zeige es euch mal eben. Also man hat hier immer einen Duschschaum drin, dann hat man die passende Bodylotion dazu drin, also alles von einer Sorte. Dann die Handcreme passend, das Body Spray passend dazu, und dann hat man ein Duschöl und ein Körperöl, also immer 6 Stück von einer Sorte, und es sind insgesamt 4 Sorten. Finde ich mega gut. Dann kann man das immer nach und nach ausprobieren, oder wenn man jetzt sagt, man fährt in den Urlaub oder man fährt übers Wochenende weg, nimmt man einfach die komplette Reihe mit. Und ich finde das schön. Also mir gefällt der Adventskalender richtig, richtig gut. Als Geschenk eignet er sich wunderbar. Der kostet zwar 26,99, aber man hat wirklich einen Haufen Pflege. Damit kommt man ja auch ein bisschen hin und kann sich ausprobieren, durchprobieren. Und vielleicht nehmen die das ja auch ins normale Sortiment auf, dass man diese Sorten immer dort kaufen kann. Das fände ich mega. Lidl ist da immer ja sehr gut bei sowas, wenn es so um Dupes geht, sag ich jetzt mal. Die haben ja auch schöne Parfüm-Dupes, wo man dann halt immer im Sortiment bekommt, ne? Also das könnt ihr immer kaufen, und vielleicht kommt das ja auch ins Sortiment rein. Also mir hat der Kalender wirklich gut gefallen und meine Hände sind super gepflegt. Der Duft bleibt noch auf der Haut, also bis jetzt ist er noch da. Ich weiß aber nicht, wie lang der drauf bleibt, ob das so lang wie Rituals ist, weiß ich nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall einen richtig coolen Dupe-Adventskalender, und da hat Lidl echt einen rausgehauen. Ich bin sehr gespannt, wie der Beauty-Adventskalender sein wird. Ich hoffe, dass den jemand heute hochlädt oder morgen, dass ich das auch sehen kann, weil das interessiert mich sehr. Vielleicht hole ich mir den noch, weil vielleicht ist da schöne Kosmetik drin. In der Vorschau sieht man so ein bisschen was, dass da auf jeden Fall was Tolles drin ist. Und genau, vielleicht bekomme ich ihn selber auch noch und lade ihn noch hoch. Ich weiß es aber noch nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Zuschauen. Falls ihr das noch nicht getan haben solltet, abonniert doch sehr gerne meinen Kanal. Ich habe gesehen, wir haben gestern die 7000 geknackt. Und ich freue mich so unfassbar darüber, Leute. Ihr könnt sehr gerne bei meinem Gewinnspiel mitmachen. Ich habe euch
ein Gewinnspiel hochgeladen. Das ist bei dem My Little Box Adventskalender. Dort könnt ihr einen kompletten von mir gepackten Adventskalender gewinnen. Den habe ich für euch schon fertig gepackt. Und ja, genau, ich freue mich auf jeden Fall riesig, wenn ihr teilnehmen würdet. Und ich danke euch für diese zahlreichen Aufrufe, für den zahlreichen Support von euch, für die vielen netten Kommentare und Gratulationen von euch. Herzlichen Dank dafür. Ich freue mich wirklich sehr. Und ja, nun würde ich mich verabschieden und lasst meinem Video sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben da, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüssi, eure Nicole.